Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber zum Thema Pokémon Ultrasonne, Ultramond. Heute werde ich euch erklären, wie ihr den kleinen Schneckendrachen Viscora bekommen könnt. Hier braucht ihr das sogenannte SOS-Chaining. Aber erstmal, in welchen Gebieten gibt es das überhaupt und welche Bedingungen müssen erfüllt werden? Route 17 und Schattendschungel gibt es Viscora. Das wird euch wahrscheinlich auch auf eurem über den Pokédex angezeigt, aber ihr fragt euch, ja toll, es wurde zwar angezeigt, aber so richtig finden tue ich hier kein Viscora. Was mache ich falsch? Naja, es geht nur über das SOS-Chaining und ihr braucht auch noch den Wettereffekt Regen, ja. Das ist also ein bisschen verkopft, gelinde gesagt, aber die Arbeit lohnt sich natürlich auf jeden Fall, ja. Denn Viscora ist schon ein cooles Pokémon und ja, dann erzähle ich euch genau, wie das funktioniert. Also, SOS-Chaining. Ihr braucht ein Pokémon mit Trugschlag, mit dem ihr irgendein beliebiges Pokémon, entweder Route 17 oder im Schattendschungel bei Regen, auf 1 HP haut. Dann setzt ihr ein Zitter-Orb ein, was dazu führt, dass das Pokémon immer wieder Hilfe ruft. Also, die zu Hilfe gerufenen Pokémon legt ihr halt immer wieder um. Das andere lasst ihr eben auf 1 HP einfach, bis euer gewünschtes Viscora kommt. Dann müsst ihr das andere umlegen und könnt euch das Viscora fangen. So, SOS-Chaining ist also einfach, was viele Leute vergessen, ihr braucht den Wettereffekt Regen, Leute, ja. Und im Schattendschungel ist es mir schon mal vorgekommen, dass es einfach so geregnet hat. Bei Route 17 auch, wenn ich mich recht erinnere, ist manchmal so. Also, ja, begebt euch dort mal hin, sucht irgendein Pokémon, wenn es regnet, macht das SOS-Chaining. Und dann wird es so 10 bis 20 Minuten dauern, bis ein Viscora auftauchen sollte. Dann könnt ihr das auch direkt fangen. Ja, ich hoffe sehr, dass ich euch weiterhelfen konnte. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Viscora-Jagd. Alles Gute. Ciao. Achso, wenn es euch zu kompliziert ist, so könnt ihr euch Viscora natürlich auch über die GTS ertauschen. Nochmal als Erinnerung, über den Festival Plaza die Online-Funktionen nutzen, falls euch das zu kompliziert ist. Ja. Gut, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Viel Erfolg, alles Gute, ciao.